Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's Aubertin und heute gibt's wieder ein paar Custom Card Duelle. Heute habe ich den Bläder mit dabei. Sag mal hi. Was geht? Ja, Cartman ist auch da. Bläder, sag mal hi. Hi. Ich hoffe, er lässt mich Speed teilen. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was es heute wird. Wir haben heute mal etwas anderes als Injektionsfehler dabei und wir haben wieder Schere, Stein, Papier nicht gewonnen. Wir spielen heute. So, komm, mach noch die Hand zu Klatsch. Ja, so. Wir spielen heute. Alter Junge, du weißt schon, wie Schere, Stein, Papier funktioniert. Ja, du bist gewinnt. Funktioniert's nicht. Wir spielen heute Grenmaster der Eiser. Wir spielen OTK. Wir haben nämlich eine neue Karte gemacht. Das ist Träger. Wir gucken mal, ob wir die Karte Du heute hast sehen sie werden. gemacht. Ich habe sie gemacht. Wir haben nicht, zugestimmt. Du hast unsere Vorschläge ignoriert. Das war dir völlig egal. Nein, was mir nicht. Wir werden mal gucken. Ich weiß ja nicht, was du Naja. spielst. Okay, der spielt jetzt direkt Als Injection ob du Paris. das nicht weißt. Ja, So. ich wusste nicht, was zuerst kommt, ja. Also, ja, eigentlich wollten wir heute eine keimfreie Folge machen, aber es hat sich so ergeben. Vielleicht können wir sogar das zeigen, was wir zeigen wollen. Wir schauen mal, Unter ob das anderem. geht. Gucken wir mal erst, ob das irgendwie machbar ist. Machen erstmal ein bisschen der Lure. Jetzt kannst du deine Traps aktivieren. Ja, Side Effects direkt in der Schachtel gezogen. Nice. Du kannst weg. Traden. Ein bisschen Draw Power. Oh, Bisschen das Dropout. wird böse enden. Ja, wenn ich den Granadora wieder bekomme, dann ist alles okay. Also, wir spielen natürlich auch den Millionaire. Der wird gestrikt. Und ich krieg Schaden wegen Strike. Wir haben jetzt. Das reicht aber. Hier ist übrigens Trigger. Und wir töten Ja, mit Trigger. nicht broken. Voll gebalanced. Also, Trigger kennt ihr alle noch nicht. Trigger kriegt quasi 500 ATK und Death für jede eurer verdeckt verbannten Karten. Also, wenn ihr Paul of Desires habt, 5000 Stufe 2, ey, der ist immer noch Hexer, Psycho. Der ist immer noch ein Doppeltyp. Nein, ist er nicht. Bei mir schon. Ja, bei dir vielleicht. Geht gut. Das sag ich dir zurück. So, Ja, ich hab das Skript gefixt. Es ist jetzt hier bei mir, ist es richtig. Oh, was, du kannst drüber rennen. Möglicherweise, ja. Ja, und du Das kannst. kommt, das wird das einzige Mal sein Ja. heute, dass das passieren wird. Jetzt werden wir übrigens OTK von Injection Fairies, weil er ist jetzt klug und holt sich Sarah zurück und specialt nämlich die. Jetzt die Frage, was für Specials. Was könnte ich denn specialen? Naja, die Anna. Ja, die Anna wäre jetzt zwar auch gut, aber ich hole mir mal lieber meine Waifu. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die beschwöre. Ich hätte Kira auch gespecialt. So. Weil jetzt könntest du ja die neue Karte zeigen. Ach nee, ich komme, ich gehe auf Needlefiber, Spaß. Synchro Shokan. Weil es gibt nämlich neue Karte für die Injection Fairies. Das ist nämlich hier Injection Inspector Ich Bella. hab sie in die falsche. Ich wusste nicht, dass sie mehr Def hat. Sie hat mehr Def, ja. Aber jetzt kann er sich eine Needle hinzufügen. Ja. Und dann ist der Dings aus. Hast du eine Spell and Grave? Nee, hast du nicht. Nope. Schade, ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie mehr Def hat. Ja, was soll's. Die Injection Curries haben alle mehr Def. Oh. Ja gut, aber man liegt sie ja trotzdem in der Tech. Normalerweise schon, ja. Ja, liebe Bella. Da ist Ich sie. finde ihren Mund hättest du immer noch editieren können, aber Ich finde, die ja. sieht jetzt super aus. Er sieht besser aus als zuvor. Da hatte sie nämlich statt einer Nadel was einen Löffel in der Hand und sie hat was gegessen, deswegen ist ihre Backe so ein bisschen. Aber ja, auch wieder ein super Artwork, auch mit den Herzen so im Hintergrund. Ja, die Herzen, die sind ja Staple. Und cool. Ich habe jetzt So, auch für wo all wir dies. schon dabei sind, aktivieren gleich die zweite Karte für heute. Die dir nichts bringt. Ich weiß. Okay, aber dann hast du jetzt gewonnen.
Weil du kannst mit Lili direkt angreifen. Du kriegst jetzt Sarah zurück. Ja. Warum konntest du die negieren? Die war doch verdeckt. Was ist das denn mit Schwachsinn? Ist das ein besonderer... Oh. Skript-Ding-Fehler. Okay. Aubertin. Ich möchte erwähnen, die Karte hat Revenant. Das werde ich im nächsten Turnier abusen. Mach das. Nee, aber die Karte ist auch neu, also Injection in Phobia Injector ist auch neu. Die kann, wenn wir ein Monster kontrollieren, kann die einen specialen und kann einen Effekt negieren. Das ist also auch eine ganz coole Karte geworden. Einfach weil es kann. Warte, was habe ich jetzt getriggert? Den Effekt von Bella, das kannst du eine Trap Set setzen. Ah, cool. Wir Spezialbeschwören, einfach weil wir es können. Ja. Und du kannst jetzt mit Bella. Jetzt haben wir fast alle hier. Ja, kannst mit Bella kannst du jetzt Piercing Damage machen. Über meinen Gren Maju. Zwei Karten gezogen durch Anna. Wir halten fest, wir sind richtig gut drauf. Ja, und dann. Eigentlich wollte ich ja Ice Barrier spielen, aber. Ja. Ja, das ist quasi der nächste Akt, wo ich mich um die Artus kümmern werde. Als wollte ich mich mit Kira töten, schade. Wie das denn mit Raumland? Kira ist die Schwächste. Leider gibt es ja nicht. Jetzt krieg ich mal Schaden durch Side-Effects. Und Kira kriegt jetzt mal Lebenspunkte dazu, er läuft. Also ich finde, Injection war schon... Injection war schon vorher ganz cool, aber jetzt sind sie... noch deutlich stärker geworden. Also man kann, denke ich, festhalten, das ist das stärkste Archetype, was aktuell gibt bei uns. Ja, wir haben den cool gemacht. Nein, cool gemacht. Gibt's auch noch, ja. Aber... Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Duell. Mal gucken, ob wir dann OTKen können, was das Deck hier eigentlich machen soll. Bis gleich. Hey, diesmal werden wir auch gewinnen, ey. So, jetzt sind wir hier im zweiten Duell. Und wir spielen immer noch Gren Maju OTK. Und ich weiß nicht, was du spielst. Hast du jetzt gerade Spirit Kaijus gesagt? Und dieses Mal ist es, also ich habe mir deine Tipps zu Herzen genommen. Das Deck ist jetzt komplett ohne Fallen. Ja, also es ist jetzt komplett ohne Fallen. Ich habe wundervoll. Eine wundervoll beschissene Hand. Das Deck ist jetzt komplett ohne Fallen. Dafür halt Draw Engine ohne Ende und eine neue Karte, die du letztens vorgestellt hast. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir. Und die Gemnite Engine. Um wie viel wetten wir, dass ich. Um wie viel wetten wir, dass ich jetzt den Garnet ziehe? Wie viel willst du denn haben? Weil die willst du nicht ziehen. Ein paar Schmiggels wären schon ganz nett. So. Ja, natürlich. First turn. Klar. Ach, kacke. Ja, warum nicht? So, dann komm mal raus mit deinen Spirit Kaijus. Ja. So, um wie viel wetten wir? Oh. Du willst mich doch verarschen. Oh, Nikita, aber das war echt eine. Okay, die Schatten war echt ganz okay. Oh, ne? Mann! Reincarnation auf 3 übrigens, nicht gehittet. Faire Karte. Ja. Auch absolut 1A fürs Spiel. Also ich finde wirklich, die Kartendesigner von Konami, die haben sich diesmal wirklich selbst übertroffen. Also wirklich, das... Wow, ey, die Karte, die bereichert das Spiel so wundervoll. Das ist einfach nur... Ja. Das Kartendesign. Ja, aber ich weiß gar nicht, warum ich weiß... Das sehen wir auch vom CCS. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt spiele, weil die hat mit dem Deck eigentlich gar keine Synergy, aber ich spiele sie trotzdem. Nö, du kannst nur banishen und boosten. Ja, aber meine boosten sie ja nicht durch deine Banishkarte. Ja, doch, Gamage oder Eiser kriegt doch trotzdem Boost. Ja, stimmt. Okay, dann hat das doch einen Sinn. Ich bin ein Pro-Player, ich weiß, was ich tue. Du kannst übrigens irgendwas tun. Ja, ich weiß, ich überlege den gerade. Ach, den kann ich gar nicht. Ja, super. Den kannst du nicht tributieren. Dann zeigen wir gleich mal die nächste Karte. Da ist Hanyo. Yay! Deren Effekt ich nicht benutzen konnte.
Ja. Creature Swap. Hier. Den meinen kann ich die Krone machen. Ja. Weil wenn Hanyu auf die Hand zurückgegeben wird, kann man eine Karte ziehen. Das heißt, er kriegt jetzt quasi gleich eine Karte. Ja, und also ich habe dadurch jetzt einen Vorteil, also ich krieg die dann Karte zurück, darf dann eine Karte ziehen. Und das ist keine gute Turnkarte. Aber ja. Na, vielleicht können wir jetzt ein bisschen mal machen. Nö. Na, das reicht mir egal. Get lost. Ach ja, Eater of Means ist eine super Karte. Also ich finde tatsächlich Eater of Millions an sich ist ganz okay, aber... Also ich mag... Ja, das ist halt das Problem bei Yu-Gi-Oh! Es gibt so viele Karten, du kannst da eigentlich nicht wirklich davon ausgehen, dass es wird. Möglicherweise, was habe ich noch? Sowas? Oder von sowas? Scheiße, ich hätte was anderes noch machen sollen vorher. Ah, Brilliant Fusion. Oh, cool. Den Trick auf der Hand gehabt. Nein. Und Glob, oh, das war echt ein guter Finish, weil jetzt haben wir die beiden hier weg. Ich hätte Hanyu und Norman sollen, da hätte ich jetzt mit Nikita mal noch einen ziehen dürfen. Da kannst du mit Nikita mal auf 3 Normal Summons kommen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Warte mal. Aber du müsstest. Ja, geil! Pass auf. Nikita. Alter, ist das episch. Effekt Wähler. Und jetzt Tisch. Nein, wieso kein. Wenn du Doppel könnt. Ach nee, das ist Stufe 10. Was wolltest du denn machen? Ich wollte auf Trischler gehen. Ja, ich konnte nicht rechnen. Also, Trisch durch rechnen. Oh. Trisch ist übrigens Stufe 9 und das sind 10. Ja, so 5 plus 5 sind bei mir auch 10. Okay. Ja. Willst du jetzt machen? Mit Wähler meinen Melis angreifen? Auf jeden Fall, das nee, ich krieg schon, ich krieg das schon hin. Ich krieg das hin. Warte, Spiel ich den Black Rose? Nein, spiele ich nicht. Aber ich spiele was anderes. Oh, ohne. Das ist jetzt die Frage, kann ich damit Millionita outen? Glaube ich nicht. Ist das gerade die Tags in Form, sonst wir können mit dem Thron, sonst in den Sonnen gut Konsens und Möglichkeit. Ja, warte, wenn ich den angreife, dann kann er ja sofort den Effekt aktivieren und diese Karte face down banishen und ja, dann kann ich ja mit dem Effekt von Eater of Millions kommt er als Warlord, meine ich. Bin mir sogar fast sicher. Warum hast du das getan? Er bringt mir sowieso nichts. Also ich könnte ihn natürlich übernehmen. Aber hab ich ihn nicht übernommen? Nein. Egal. Ja, okay, am Warlord komme ich aber so vorbei, also mit Interferenz kann ich ja drüber rennen. Mal gucken. Eigentlich war es dumm, ich hätte Kai schon nehmen sollen. Nee, krass. Lord, mein Attack. Wow! Jetzt bin ich übrigens viel weniger bedrohlich. Weil ich immer noch über alles drüber rennen kann. Geil, noch ein Brilliant. Echt? Nein, das ist Mirror Force. Nicht angreifen. Das ist die Mirror Force, die ins Deck zurückmischt. Ach hier, also. Nee, noch glaubwürdiger, das ist die Mirror Force, die Million Liter. Ja. Es ist mir vollkommen egal, was du da hast. Weil ich kann jetzt das hier machen. Ja, das ist faires. Also wirklich. Ja, das ist übrigens ein Armee überdenkt wirklich gut, dass man. Ich find's echt gut, dass sie aus diesen ganzen Karten jetzt ein eigenes Deckthema gemacht haben, quasi. Ja. Dadurch werden die auch sinnvoll ins Spiel integriert. Es macht richtig Spaß, gegen diese Decks zu spielen. Ich find Gandora cool. Oh, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im nächsten Duell. Ne? Bis gleich dann. So, dann sind wir jetzt hier im dritten und letzten Duell für heute. Dann gucken
gucken wir mal an, was Blader jetzt mitnimmt. Was hast du jetzt dabei? Ich werde dir dein Blut aussaugen. Okay, jetzt hast du die Vampire. Okay. Das heißt, wir halten fest, auf Bladers Seite gibt es jetzt keine Custom-Karten. Hast du gerade gesagt, ne? Nee, gibt's nicht. Ich hätte Trill noch reintun können, weil das Deck spielt viel. Ja, wir gucken mal, was du so tun kannst mit deinen Vampiren. Ja, das einzige Vampirmonster ist jetzt weg. Das ist ein schönes Vampirdeck, was du da hast. Finde ich auch. Ein Unizombie in Death. Das ist jetzt halt wirklich blöd, weil ich hab jetzt die Karten, die. Ja, wobei. Ah doch, ich krieg da noch was raus mit. Oder? Ja, mal gucken mal. Yep. Jetzt kriegst du zumindest. Ach, du hast einen super Band gehabt. Ah, stimmt, Needlefire habe ich vergessen. Ja. Weil jetzt kannst du ja auch ein 8-Synchro gehen, Omega oder so, oder einmal. Okay, vielleicht Omega vielleicht jetzt nicht in den Deck, wenn du gegen Multikardeck spielst, vielleicht nicht die beste Idee. Na. Ja, wobei, vielleicht könnte ich dir Gamage der Eiser, den einzigen, den du hast, oder so, wegpacken. Dadurch, dass wir jetzt ja Trigger haben, ist ja Gamage ja nicht der einzige, der geboostet wird durch die gewünschten Karten. Aber Omega ist gar nicht so eine Kackidee. Ja, geht, ne? Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, was meine Hand ist, egal was du banished, das juckt mich nicht. Yep. Das wär's jetzt. Okay, das. Wieso? Ja, okay, das juckt mich schon ein bisschen. Das ist schon doof. Das ist eigentlich genau die richtige geht. Aber. Monster Reborn. Ich find's so super, dass sie wieder zurück ist. So, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Kannst du einen specialen, ne? An der kannst du einen dumpen und der kann dich specialen, ne? Yep. Und der kann jetzt noch einen holen, war richtig, ne? Ich weiß es gerade im Moment. Ja. Empire Desire. Sehr schön, wenn wir uns so. Hast du jetzt auf Friedhof geschickt? Jetzt gucken wir mal, was du da ist. Okay, eine Familie. Ich muss jetzt zwar Dingens abwerfen, was ein bisschen weh tut. Du hast die zweimal geworfen, oder nicht? Ja, aber ich werde am Ende des Zuges eh kein Vampirmonster haben. So, hier ist übrigens mein Lieblingsmonster. Ja, das sehen wir gerade bei mir nicht, weil meine Aufnahme ein wenig hakt. Wir warten ganz kurz, bis meine Aufnahme wieder will. Ne? Wir haben halt nämlich keine Rückmeldung von Yu-Gi-Oh! Pro. Oh. Also hier läuft bei mir auf jeden Fall. Professionell. Ja, High Quality Content, ne, ist man mehr gewohnt. Deswegen solltet ihr lieber bei mir schauen. Genau, guck. Ich will schon so ein schwules Kartenspiel sehen. Genau, guck Cartman bitte. Bitte guck South Park. Bitte, jetzt alle, die jetzt das Video gucken, alle fünf, ne, bitte South Park gucken. Cartman, bro. Warum sieht das Artwork von Fallen hier so komisch aus? Ist ja nicht mal so viel rötlicher? Also das Artwork. Ich weiß es nicht. Also ich finde es so in diesem Schwarz auch ganz nett. So. Ja, jetzt musst du langsam ein bisschen was tun, weil wir haben noch gar nichts gemacht gerade. Ja, ich weiß. So, jetzt kommen wir auf. Oh, nee, warte. Ach kacke, das will ich jetzt gar nicht so machen, wie ich das mir vorgestellt habe. Na gut, dann machen wir es halt eben anders. Mein Gott. Doppel Omega. Das kommt mir sogar ganz gelegen. Ja, lol. Jetzt hätte ich den in Angriffsposition machen sollen. Er klaut mir alle meine Draw-Karten, aber was geiler daran ist, es ist mir egal, ich zieh einfach den Wurf. Ja, natürlich. Ja,
war das normal, dieses Deck ist nicht konstant. Ist es auch nicht, aber es ist einfach so geil. Es ist konstant, aber es ist konstant. Ja, da ist ja gut. Da ist Trigger. Jetzt setzen zwei und der wird jetzt gebannt, also wenn er vom Feld geht. Normalerweise ist es jetzt so, also die Combo kommt durch, wenn ein Angriff deklariert wird, das könnt ihr auch außerhalb von Vampiren spielen. Das Ding ist halt nur der zweite Effekt, da wird es interessant. Dann könnt ihr halt bis zu 3000 Lebenspunkte zahlen und dann 3000 Attack, ne? So viele ATK und Dev. Ja. Also ihr könnt bis zu 3000 zahlen, ihr müsst mindestens 100 zahlen. Und im Normalfall bringt euch das auch was, aber... Trigger ist einfach zu big. Na, ich muss halt nicht sagen, dass das... ich denke, jetzt muss ich nichts sagen. Trigger ist the Wincon. So, aber... Ich krieg meine ganzen Draw-Karten zurück. Hey! Shit. Könnte ich also im letzten Zug. Also ein Omega hätte ich mir sogar aufsparen sollen. Dann hätte ich jetzt ein Familiar oder Brute in den Grave dumpen können. So ist das jetzt ein bisschen doof. Wobei. Das bringt ja nix, weil er nur das Special Summon Monster zerstört. Oh. Ja, ich bin bei so großen Zahlen bin ich eigentlich immer gewohnt. Nein. Ja, der wurde genormelt, hallo? 5000 Witzig genormelt, wer kann das nicht? Was hast du den Omega aufgegeben, damit du quasi Cerberus machen kannst? Das ist natürlich... Ja, also ich hatte jetzt halt, also ja... Das war jetzt wieder ein Denkfehler. Egal, ich bin eh tot. Ich denke da. Ja, du bist definitiv tot, ja. Ist eigentlich egal, was du zum Beispiel anwendest, du bist tot. Kann ich dir versprechen. Ich krieg was auch noch banished zone wieder. Der eventuell drüber kommen könnte. Ja, der kommt sogar drüber. Du kannst jetzt noch ein bisschen was face down banishen. Ach nee, geht nicht, weil ich jetzt Cerberus habe. Cerberus. Hätte ich den nicht, dann würde ich jetzt die beiden Omega banishen, aber naja. Der Doofheld muss bestraft werden. Ja, ich mach erstmal das hier. Komm bitte, Desires. Ja, geil, ich hab mal Glück. Ich glaube, Omega ist in DevPro so gescriptet, dass er immer die wichtigste Karte weghaut. Ja, das ist... Weil bei mir ist das immer so. Dass du Summe dabei ist, egal was du jetzt gemacht hast, weil ich hab das hier. Ja, 10.000. Es gibt Besseres. Ach, hier, komm. Weil ich kann. Nein, das Ding hat ja nicht mal eine Protection, Alter. Das kann angezielt werden, Junge. Das ist schlecht. Es sucht nicht. Du hast dein ganzes Deck ausgemacht. Ich weiß, es ist mir egal. Kannst du jetzt bitte auf die Endphase gehen? Und ja, 20.000 an Bord. OTK mit Träger, bitte. 8.400. Jo, das wollte ich euch zeigen, ne? Träger kann OTK. Ich habe noch eine Frage. Warum haben... Also seit Konami meine Wotan-Mais-Farm gefunden hat, braucht das Zeug irgendwie jeder. Ich weiß nicht, was sie. Aber ja, das muss auf jeden Fall hierbei mit im Spiel gewesen sein. Ja, also Trigger ist auf jeden Fall eine coole Karte für genau hast das du, Deck. Hast du gesehen, wie Konami ihre Karten produziert oder wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich fand die Idee einfach geil, einfach so ein Venture-Monster zu machen. Dann würde ich sagen, wir gehen noch kurz zum Deck-Profile und dann beenden wir auch das Video. Bis gleich. Dann sind wir jetzt hier im Deck-Profile. Wir gehen aber ganz kurz drüber. Wir spielen dreimal Gandora, Giga Race.
Die ist wirklich gut, weil die könnt ihr specialen, wenn ihr zwei Monster halt auf Friedhof legt. Das ist sonst cool, könnt ihr entweder von Hand machen oder vom Feld. Dann spielen wir die zwei anderen Gandoras. Weil ihr könnt quasi den Effekt von Gandora jetzt triggern, wenn ihr verschiedene Gandoras in eurem Grave habt. Und die Effekte sind halt, wie ihr unten sehen könnt, ganz gut. Entweder alle Karten zerstören, alle Karten verbannen oder alle anderen Karten verbannen von Friedhöfen und vom Feld. Wenn ihr drei verschiedene habt, und deshalb spielen wir genau drei Stück. Wir spielen einmal den Gandora hier und dann noch zwei andere, damit wir den Effekt triggern könnten. Dann spielen wir dreimal Giant Rex, falls wir den irgendwie mit Necroface, die wir auch zweimal spielen, banishen. Dann spielen wir dreimal die Wincon mit Grenmaju, dreimal Träger, weil er quasi das gleiche ist wie Grenmaju. Dann dreimal Eater of Millions, weil die Karte gut ist. Wir spielen dreimal Bad Trade für die Konstanz, dreimal Allure wegen der Konstanz. Dreimal Put of Desires wegen Attack. Dreimal Trade-In, um halt die Gandoras auf den Grave zu kriegen. Dreimal Goldsarkophag, um halt entweder Necroface oder den Giant Rex zu banishen. Oder halt Grenmaju, damit wir mit DDA Grenmaju zurückholen können und OTK drücken können. Dann spielen wir einmal Emergency Teleport, um damit Trigger zu specialen, weil er ist ein Psychic Monster. Das heißt, wir können damit quasi in 5000 Vizik specialen, wenn wir Desires aktiviert haben. Dann spielen wir zweimal Reincarnation und einmal Makrokosmos. Und wir spielen ein wunderschönes Extra-Deck mit Cosmic Blazer Dragon und Stardust Cypher Divine Dragon und TG Hybrid Cannon. Also alle Monster, die ihr definitiv auf jeden Fall nicht beschwören könnt. Weil die einfach nur zum Banishen da sind für Eater of Millions. Die einzigen, die ihr beschwören könnt, sind Baguska, da spielen wir drei Stück von, und die Linkoribus, die könnt ihr theoretisch machen. Macht man aber eigentlich nicht. Side-Deck ist vollkommen random. Haben wir ähnliche Karten drin. Dann würde ich sagen, das war's von dem Klassenkartenduell für heute. Hat Spaß gemacht. Mal ein anderes Deck zu sehen als in der Tonsfilm. Nein, hat es nicht. Ich fand's gut. Dann danke an Blade, dass du mitgemacht hast. Und was hast du mit mir? Ja, Cartman hat auch gut mitgemacht. Ich füge den Witz jetzt genau hier ein. Nein. Nicht ins Knie. Junge, meine Mutter ist so arm, wenn sie die Straße runterläuft, dann macht sie das nur mit einem Schuh. Und wenn man sie fragt, ob sie einen verloren hat, sagt sie, nein, ich habe einen gefunden. Jetzt? Ich hoffe, ihr habt gelacht, der war nämlich gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Klassenkartenduell. Das war's von mir, haut da rein. Ciao. Ich gehe nach Hause, tschüss.